Das gefällt mir gar nicht. Okay, das heißt aber, dass die, wie hieß sie? Triller? Jetzt das Holocron geklaut hat. Sir. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Triller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hat ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Neues Reiseziel freigeschaltet. Sehr gut. Du machst langsam Fortschritt, Kerl. Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal auf andere Planeten wollen. Wir haben ja 83% erkundet, da 93, da auch 93, 86, 92. Und auf Nur wollen wir noch gar nicht. Okay, das ist der neue Planet. Und wir sind jetzt hier auf Bogano. Ich guck noch mal ganz kurz, wenn wir sowieso schon hier sind. Hallo? Ist wahrscheinlich raus. Was es hier noch gibt, wo ich jetzt hingehen könnte, wo ich noch nicht war. Schon noch so ein paar Dinger, ne? Ich mir mal das... Ich guck mir das noch mal an. Ist, ob das tatsächlich in neue Gebiete führt oder ob das nicht einfach nur irgendwelche Abkürzungen sind.
die ich jetzt durch den Doppelsprung nehmen kann. Denn hier rüber, das ist ja noch nicht wirklich ein neues Gebiet, oder? Obwohl, na gut, da ist was. Ein Borgling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Dann geht's endlich zu der Kiste hier. BD, hier drin. Was hast du gefunden? Neues Lichtschwertmaterial, okay. Hey, ein Eindringling! Verbündete am Boden! Ich kann nicht mehr kämpfen! Ich regel das. Jetzt bist du nicht mehr allein. Und du bist in der Kiste. Hey BD, siehst du mal an. Oh, du hast was gefunden. Frieden und Gerechtigkeit 2. Oder jetzt, wo war ich denn noch nicht da drüben? Geht's auch nochmal weiter. Denn hier, oder was? Ach so, ja gut, okay. Und da hinten ist noch mal was. Da hinten, unten. Komme ich da am besten hin? Hier rüber irgendwie. Bereit zum Weitergehen? Wir sind hier noch. Statue mit Blick auf das Gewölbe. Ich spüre, der Ort wurde mit Bedacht gewählt. Ganz runter.
Okay. Das gehörte Cordova. Beunruhigt vom endlosen Krieg. Er war überzeugt, dass die Jedi einen Fehler machten und seine Arbeit wichtiger war. So, das war's jetzt. Hier auf Bogano. Sieht so aus, ne? Ich sehe jetzt erstmal nichts Gelbes mehr oder Grünes oder Rotes. Kann es tatsächlich gewesen sein. Schiff gucken, wie viel Prozent wir jetzt abgeschlossen haben. Also ich sag mal, wenn es auch über 90% ist, dann passt das und dann fliegen wir weiter zum nächsten Planeten. Wir müssen jetzt hier nicht 100% machen. Dann müsste ich auf die ganz anderen Planeten auch nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Also ja, man wird sicherlich noch den einen oder anderen Fertigkeitspunkt bekommen. Noch einen Planeten, der bei 0% ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. So, dann. Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Mhm. Ganz langsam. Auch nach Nur. Melden Sie jede imperiale Aktivität, Grease. Jawohl. Ihr seid ein gutes Team. Andernfalls wären wir nicht mehr am Leben. Es ist nicht leicht, unentdeckt zu bleiben, wenn das Imperium dich verfolgt. Wir haben schon unzählige gefährliche Situationen überstanden. Ha, wie damals, als man uns für Schmuggler hielt. Das vergesse ich nie. Sie sagten ihnen, wir liefern eine Ladung Kadu-Rippchen. Und als sie uns fragten, was das ist... Oh ja, da habe ich 18 Zubereitungsarten aufgezählt, von geräuchert bis roh. Und aus welchem Grund? Ablenkung. Sie waren verwirrt und ließen uns gehen. Tja, nicht nur das. Vorher haben sie meine Rezepte gekauft. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Wie, was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Mutter, leiht mir eure Kraft. Schwester, Mutter, leiht mir eure Kraft. Was immer sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähle auf dich. Gehen wir, Kumpel. So
Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocaust. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Sehen kann. Stimmt. Das ist ja einfach, hier in so imperiale Anlagen reinzukommen. Schleuse 8, sicher. Hör mal, wie das Wasser tropft. Zwei, bereit machen! Was? Eindringlich! Alarm auslösen! Ich habe das Holocron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Hab sie. Unterwegs. Mhm. Kannst du da einbrechen? Jedi beobachtet. Scanner ist ausgefallen. Unbedeutend. Schaden verursacht. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Immer drauf, weiter feuern! Er muss einen Fehler machen. Bin nur noch nicht übrig. Na los, auf geht's, Roboter. Los! Er ist tödlich! Nicht nachlassen! Verfolge
den Jedi. Mit dem Roboter kämpft er nicht mit? Komm mit. Was? Feiger Schwächling! Ja. Ich werde dich leiden lassen. Er ist verwundet. Ich werde dich in Streifen schneiden. Verdammt sollst du sein! Los, vorrücken! Dein Leben gehört mir! Wohl alle Belohnungen an mich gehen. Nee, will sie nicht. BD, hier. Was ist denn da hinten? Er kann nicht weit kommen. Feind gesichtet. Hab's verstanden. Du kommst hier nicht lebend weg. Vielleicht, aber du auch nicht. Kollege. Er wurde hier gefoltert und Triller zur dunklen Seite gebracht. Halten wir ein, BD1. Eindringling, Panzertür abriegeln! Haben die sich gerade selbst umgebracht oder warum habe ich Erfahrung bekommen? Was ist das für ein Kabel? Aber das Imperium hat mich eingesperrt. Eine Idee? Cal, such einen Kontrollraum. Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich bin in einem. Das Ding hier braucht Strom. Was ein Zufall. Wo ist das Kabel? Okay, ich vermute, das muss erst darüber fahren, bevor ich das da irgendwo anschließen kann. Oder? Und hier kann ich es ja nirgendwo anschließen. Hallo. Baut das so komisch. Das hat was bewirkt. Sehen wir schon an. Das hat was bewirkt. Die halbe Scheißstation gesprengt. Die äußeren Festungsbereiche sind deaktiviert. Flute die Basis und schwimm zum Festungskern. Ein tollkühner Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay. Gehen wir, BD. Dieser Teil sieht schwach aus. Wollen wir schwimmen, BD? Los geht's! Ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen Gedanken gemacht gerade. Wegen dem Feuer. Hat sich aber erledigt.
Ach, ich muss tatsächlich außen rum schwimmen. Runter und irgendwo rein. Es stellt sich nur die Frage, ist da noch irgendwo eine Kiste? Oder irgendein Echo, was ich sonst vielleicht übersehe? Ich muss bestimmt noch mal gegen die komische Troller da kämpfen. Die hat dann bestimmt ihr Lichtschwert wieder, weil sie ihre alte Meisterin gekillt hat. Also was könnte ich mir zumindest vorstellen. Also von der Story her. Halt! Imperiale R2-Einheiten. Was hat mir das jetzt gebracht? Achso, das ist damit ich die da unten reinschubsen kann, oder was? Wenn ich jetzt gleich runtergehe? Eine verschlossene Tür für dich. Du hast gemacht. Vorwärts. Ja. Ja, genau. Hey. Wertlos. Hallo?
Unproduktiver Humanoid. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist genau